Schöne Lippen wollen wir doch alle, oder? In meiner ARD-Samstagabendshow Hirschhausens Quiz des Menschen haben wir mal ausgerechnet, was eine Frau an Lippenstift im Jahr schluckt. Damals schätzte das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass Frauen im Worst-Case-Szenario täglich 0,057 Gramm Lippenstift aufnehmen. Klingt nicht nach viel, aber mal 365 Tage sind das 21 Gramm im Jahr. Das sind ungefähr 4 ganze Lippenstifte. Auf 50 Jahre zwischen 15 und 65 hast du 200 Lippenstifte geschluckt bis zur Rente. Ist es das wirklich wert? Braucht unsere Haut überhaupt so viel Pflege? Oder sollten wir nicht diese ganzen Stifte, statt zu schlucken, besser ganz verschwinden lassen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich fragen kann. Jetzt ist bei mir Yael Adler. Hallo. Hallo, Eckhart. Du bist Hautärztin, bist Ernährungsspezialistin. Wie kommt man durch den Winter? Es ist gerade so eine triste Zeit. Ich habe das Gefühl, meine Haut braucht mehr als sonst. Was hast du denn für Beschwerden? Juckt es? Schuppt es? Ist es trocken? Ich nehme sonst nie irgendwas, weil ich immer denke, das ist das Allerbeste. Mhm. Aber ja, es ist trocken, spannend. Also es ist schon so, dass die Haut eigentlich dafür gemacht ist, sowohl im Sommer als auch im Winter alleine zurechtzukommen. Die kann sich einstellen. Aber klar, durch die trockene Luft draußen, weniger Luftfeuchtigkeit, auch die Heizungsluft, wird die Haut schon... Man ist ja viel mehr drinnen auch. Ja, und da wird die Haut schon auch trockener. Und bei Frauen besonders, das betrifft dich jetzt vielleicht weniger, wird die Haut sowieso... Ich habe auch eine weibliche Seite. Ja, natürlich, haben wir alle. Ab einer gewissen Lebensphase, wenn die Hormone in den Keller gehen, dann hat man weniger fette Haut. Und dadurch wird die Haut nochmal extra trockener. Und das Beste ist, dass man die Haut machen lässt. Die kann nämlich ganz viel selber und nur dort nachhilft, wo es nicht mehr von alleine geht, also punktuell. Und das bedeutet ganz konkret, dass man weniger aggressiv reinigt. Das heißt, die Haut nur mit Wasser wäscht, an allen großen Flächen, Gesicht, Körper, nur die Krisenherde, wenn man es braucht, mit einer Waschsubstanz, die nicht so stark entfettet, auf Basis von Zucker und Kokostensiden. Das sind also, ist nicht Seife, Seife ist alkalisch, Tenside sind auf pH 5, sauer eingestellt, Säureschutzmantel. Die gibt es aber auch im Bioladen, das klingt jetzt so, synthetische Tenside. Man kann sich einfach merken, seifenfreie Waschsubstanzen sind milder und am besten ohne Farbstoff, Duftstoff, Schaum, Glitzer und Konservierungsstoff. Dann macht man alles richtig. Und das sparsam Verwenden meint wegen Achseln, Po-Falte, Leiste und Füße und die Hände nach dem Klo und vor dem Essen oder wenn man auf der Öffentlichkeit kommt. Aber man muss nicht die ganze Zeit desinfizieren und nicht so viel waschen, weil jedes Mal entfettet man die Haut und dann wird sie trocken und spannend. Wir hatten es gerade bei den Lippen, da kenne ich dieses Phänomen, wenn du anfängst irgendwie zu schmieren, dann braucht man es. Ist so ein bisschen wie bei Rechtsanwälten. Seit ich einen Rechtsanwalt habe, brauche ich ihn auch. Schmierst du ihn? Nein, aber er stellt Rechnung. Ich verstehe. Also die Lippen, die haben keine eigenen Teigdrüsen, deswegen trocknen die auch sehr schnell aus. Und es ist so, ich sehe dich ja die ganze Zeit jetzt gerade so an, du hast eine feinporige Haut, also du bist nicht sehr fettig, hast wahrscheinlich keine Akne gehabt. Zumindest sieht man jetzt nichts mehr davon. Das heißt, du wirst so eine normale Haut haben, die halt so nachts, wenn es so eine muschelige Bettwärme gibt, so ihr Fett schön auf die Haut abgibt. Ne? Aus den Poren kommt der Talg raus und legt sich dann auf dein Gesichtsbutterbrot. Der Talg ist nämlich in der Bettwärme so schmierfähig wie Butter, wenn sie draußen steht. Wenn du dann aber rausgehst in die Kälte, wird sie hart, so wie Butter im Kühlschrank. Und dann kann sie sich nicht mehr gut verteilen. Wenn du also morgens dein Gesichtsfett komplett entfernt hast mit Peelings und alkoholischen Tinkturen und Seifen und Micellenwässern, dann kannst du zu Trockenheit neigen und die Lippen merken es als erstes, weil die brauchen das Fett, das dahin geflossen ist. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sich immer diese herkömmlichen Lippenpflegestifte antun. Da muss man sehr aufpassen. Es gibt gute und es gibt schwierige. Die schwierigen enthalten Mineralöle oder Paraffin. Und das ist wie eine Plastiktüte. Wenn du eine Plastiktüte auf deine Haut legst, was passiert? Du schwitzt. Es staut sich Wasser, das verdunsten will, es staut sich, da bildet eine Pfütze. Und oben denkst du, ah, oh, schöne Schmierschicht. Drunter staut sich aber das verdunstende Wasser. Und das ist wie beim Baby-Windelpopo. Das wird dann eigentlich alles aufgeweicht. Ne? Der Popo wird rot und die Lippe im Grunde darunter rot und rissig und trocken. Und dann ist manchmal noch Glycerin drin, das ist ein Feuchthaltefaktor. Der soll eigentlich die Haut befeuchten, aber ist oft zu hoch konzentriert. Und der zieht dann die Feuchtigkeit raus, das heißt, es wird nochmal trockener. Und dann kommt durch diese Plastiktüte kein Sauerstoff an die oberen Zellen und ist überhaupt nicht angenehm für die Lippen. Sie wollen also Naturfette. Und die heißen zum Beispiel, das ist mein, also mein... Das habe ich mir gemerkt von unserem letzten Treffen. Shea Butter. Ja, Shea Butter, Karité Butter, Shea Butter. Das ist aus der Karité-Nuss aus Afrika. Das ist unraffiniert, also quasi roh, es riecht leicht nussig und es ist sehr robust erstmal. Ne? Und da denkst du, oh, das macht aber keinen Spaß, das zu verteilen. Du schmilzt dir das so auf die Haut und dann hat es einen ganz schönen wächsernden Film, der bleibt sogar bei einer Handwäsche. Genau, du kannst die Lippen, Haarspitzen, trockene Stellen. Wenn du jetzt nicht gerade Akne hast, ist das super, um die Hautbarriere zu stabilisieren, denn die Fette ähneln unseren Hautfetten. Und diese Shea Butter wird auch in viele Kosmetikartikel eingearbeitet und sehr gut sind Cremes mit hautähnlichen Lipiden
oder auch Dermamembranbasis, Dermamembranstruktur, muss man sich mal in der Apotheke erkundigen. Die sind oft für Problemhaut, aber natürlich für jede Haut gut, weil die eben nicht so eine Belastung darstellen. Die Haut kann atmen, Löcher in der Hautbarriere werden geflickt. Ich finde die wahnsinnig angenehm. Gibt auch andere gute Cremes, aber wenn du mich jetzt schon so fragst, ist das, also das ist halt Natur bzw. biomimetisch. Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, das ist ja ganz schön kompliziert, aber eigentlich ist doch ein Riesentrend, weniger ist mehr. Es gibt viele, die sagen, eigentlich brauche ich auch gar kein Shampoo. Eigentlich brauche ich nicht den ganzen Tag irgendwie heiß duschen, alles runterrubbeln und danach wieder eincremen. Wo ist da die Grenze? Also eigentlich in der Tat kannst du das so machen. Die Leute, die Bergsteiger sind oder mal in der Wildnis viele Wochen verbringen, die duschen ja auch nicht. Und die Leute aus der Steinzeit haben auch nicht geduscht. Da wohnt aber auch keiner mit denen zusammen. Wenn du Naturmaterialien trägst, dann riechst du eigentlich auch nicht. Es ist oft die Kleidung, die stinkt mit Synthetikfasern, die du auch nicht heiß waschen kannst. Aber es gibt so diese Fellschuhe, die berühmten, wo man den ganzen Winter barfuß drin rumlaufen kann, da stinkt nichts. Die Socken stinken nach einem Tag, womöglich, aber diese Fellschuhe nicht. Oder eine Lederhose, die du auf dem Oktoberfest wochenlang trägst und da alles reinmachst, Schweiß auch, da riecht nichts. Das heißt, diese Naturmaterialien, die mögen Stinkbakterien nicht. Es ist also sowieso empfehlenswert, halt Fell zu tragen, wenn du in der Steppe bist, oder Baumwolle oder auch Leinen, das kannst du auch machen. Das sind also alles Materialien, die nicht stinken. Ansonsten ist es so, dass die Haut eigene Schutzmechanismen hat. Sie produziert ihre Fette durch die Oberhaut und aus den Teigdrüsen. Das vermischt sich und ist eine tolle Bodylotion. Keine Industrie kann das so schön nachmachen. Außerdem hast du einen Säureschutzmantel, pH 5, schön sauer, ätzt alles weg, was da nicht hin soll, möglichst. Mhm. Und du hast Hornschüppchen, die sollen auch nicht weggepeelt werden, weil sie sind mechanische Barriere. Da ist auch noch Eiweiß und das verhindert, dass man zu schnell verdunstet. Also es bewahrt auch die Feuchtigkeit. Und du hast Türsteherbakterien auf der Haut, also ein schlagkräftiges Mikrobiom. Türsteherbakterien? Ja, also Bakterienbewohner, so wie im Darm hast du Bakterien in der Kaki und auf der Haut halt auch. Die stehen auch in Verbindung, auch die Schleimhäute stehen damit in Verbindung. Und die halten Stinkbakterien fern, wenn es ein robustes Mikrobiom ist, und Eiterbakterien und Pilze und Viren. Deswegen ist es so gut, die obere Barriere nicht immer mit Seifen und Waschungen und Peelings zu schwächen. Ganz schön spannendes Gespräch, oder? Nichts verpassen, abonnieren. Mir macht dieser Sonnenmangel in den Wintermonaten echt schlechte Laune. Vitamin D, da wollte ich dich fragen, da gibt es von bis die Meinung, braucht man das jetzt, braucht das jeder, muss man das erst bestimmen oder kann man das einfach so nehmen, weil wir in der Regel zu wenig Sonne abkriegen im Winter? Also so als ein guter Wert gilt 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter im Blut. Da muss ich erstmal Blut abnehmen? Und das kann man im Blut prüfen. Also jede Skeptikerin, jeder Skeptiker kann das wirklich mal machen. Weil viele denken, ach, ich bin ja so im Sommer in der Sonne gewesen, das wird doch reichen. Weil die Speicher werden natürlich, wenn die Sonne weg ist, leer. Wir brauchen schon eine gewisse UV-Belastung der Haut, UVB-Strahlung, um Vitamin D in der Haut zu bilden. Das ist ausgerechnet das, was auch Hautkrebs und Hautalterung macht. Ja. Deswegen die Balance ist halt wie immer bei allem. Ne? Man kann das nicht ganz streng beurteilen. Natürlich darf man auch ein bisschen ins Tageslicht und in die Sonne gehen, aber nicht zu viel. Und da gilt es dann doch nachzuhelfen. Und beim Winter cremt sich auch keiner ein. Nein, braucht man auch nicht. Weil der UV-Index ist ja unter 3 und für hellhäutige Leute sollte man erst ab 3 wirklich an Sonnencreme denken. Das heißt, man kann so zwischen Mitte Oktober und Ende Februar, Mitte März auch darauf verzichten. Es gibt natürlich noch eine Lichtalterung, aber die ist nur geringfügig. Also UV ist schon ein ganz starker Altersbeschleuniger. Wie viel Vitamine bräuchte ich? Genau, du bist ein großer Mann. Das heißt, wahrscheinlich so 3000 Einheiten am Tag wäre für dich eine gute Sache. Also so, wenn du eine gesunde Niere hast, wirst du damit wahrscheinlich diese Spiegel erreichen. Vielleicht brauchst du auch 4000 Einheiten, vielleicht auch nur 2000. Und man kombiniert das heutzutage auch ganz gerne mit K2. Das ist auch ein Vitamin. Mittlerweile Präventionsmediziner finden, dass dann die Knochen noch besser verkalken, also ein guter Anti-Osteoporose-Effekt ist, und dass man auch besser die Gefäße vor Verkalkung schützt. Also das ist im Moment der Trend, wie alles. Es gibt alles Trends und Vitamin D war auch mal ein Trend. Mittlerweile setzt sich das in sehr vielen Fachbereichen durch. In meinem Fach Dermatologie wissen wir, dass sehr viele Hauterkrankungen besser werden, wenn wir gute Spiegel von Vitamin D haben. Aber auch Haarausfall. Im Winter, oder? Vitamin D? Im Sommer hat man durch mehr Sonne, hat man auch, aber wenn man da auch zu niedrig ist und dann schon mit niedrigen Spiegeln in den Winter aufbricht, dann hat man auch mehr Infekt. Nein, wenn man aus dem Sommer kommt und man hat im Sommer schon noch niedrige Spiegel und man geht dann in den Winter, dann wird das noch weniger. Und dann hat man nicht nur eine Müdigkeit, sondern man hat auch eine Infektneigung. Und viele Fachbereiche sagen, naja, es kann Krebsprävention machen, kann Infektprävention, was gegen Osteoporose, ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, ist gut für die Haare, ist gut für die Hautgesundheit.
Die Gynäkologen sagen, es ist auch gut für untenrum Gesundheit. Also es spielt doch an vielen, in vielen Fachbereichen eine zunehmend wichtige Rolle. Und ich glaube, man ist sich schon einig, dass man Vitamin D braucht. Kann man zu viel nehmen? Man kann zu viel nehmen. Die Vitamine A, D, K und E, wie EDK, so ein kleiner Merksatz, die sind alle fettlöslich und können sich im Körper anreichern. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Und deswegen finde ich es ganz gut, sich vielleicht auch nicht nur jetzt auf so ein Gespräch, sondern auf eine ärztliche Beratung zu verlassen, wo man dann wirklich auch guckt. Und dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. Und du schreibst schon wieder ein neues Buch. Es kommt jetzt mein Buch Genial Vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung raus. Da geht es tatsächlich um Vitalität, um Gesundsein, um Lebensqualität und wie man selber seinen Körper so fit halten kann, dass man möglichst lange ohne intensivere Instandhaltungsarbeiten ans Ziel kommt, das Leben dabei eben gesund genießt. Und mir ist wichtig zu zeigen, warum ist Sauna gut, warum ist gesunde Ernährung gut, was macht Sport und was tut meiner Schilddrüse gut oder meiner Leber oder meinen Blutgefäßen? Also diese ganze Organmischung, das ist alles da drin. Und ich kann es sehr empfehlen, ich kenne schon viele Bücher von dir und zum Beispiel auch über ein ganz wichtiges Thema, nämlich Arzt-Patienten-Kommunikation. Wie bereitet man sich da vor? Was sind die Missverständnisse zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin? Und ich bin sicher, das wird auch ein sehr, sehr cooles Buch. Noch ein Thema, Anti-Aging. Ich gehe in den Laden, da gibt es praktisch keinen Produkt mehr, wo nicht irgendwie Anti-Aging versprochen wird. Was davon funktioniert? Also die ganzen Wirkstoffpartikel, Moleküle, Substanzen, die in Cremes eingearbeitet sind und versprechen, dass sie Falten wegbügeln, können das ehrlich gesagt alle nicht. Denn die dürfen nicht in die Tiefe der Haut eindringen und können es auch nicht. Die bleiben immer sehr oberflächlich. Und das Einzige, was die können, so für Stunden die Haut so ein bisschen aufplustern. Ne? So, wenn da Harnstoff drin ist, Hyaluronsäure, Glycerin oder einfach einen Fettfilm. Wenn sich Feuchtigkeit hier ein bisschen ansammelt, dann sieht es puffiger auf, fluffiger, feuchter. Nach ein paar Stunden ist das wieder weggeschrumpelt. Die Wirkstoffe Vitamin A, C und E und auch so ein paar Peptide, also kurzkettige Eiweißpartikel, da gibt es ein paar Daten. Ja, das kann einen oberflächlichen Effekt haben, aber die schaffen trotzdem nicht die Falten weg. Das heißt, jeder, der zu Hause eine Faltencreme hat, hat trotzdem Falten. Die beste Faltencreme ist doch sowieso Sonnenschutz, oder? Du musst präventiv arbeiten, genau. Also Sonnenschutz ist sehr gut. Nicht rauchen, kein Alkohol oder kaum Alkohol. Sport treiben, Feinstaub vermeiden, guter Schlaf, nicht so viel Stress. Und natürlich eine tolle, gesunde, vielfältige Pflanzenkost mit ausreichend Eiweiß. Das darf pflanzliches Eiweiß sein. Und eben diese vielen sekundären Pflanzenstoffe. Die Farben oder auch Bitterstoffe schützen nicht nur die Pflanze, sondern auch unsere Haut. Und die lagern sich auch in der Haut ab. Und das ist Anti-Aging pur, denn über die Gefäße wird das ja zur Haut transportiert. Von außen ist ja schon fertig, da kriegst du eben kaum mehr was rein. Aber von innen. Von innen. Natürliche Schönheit kommt von innen. Kann man das so zusammenfassen? Vollkommen. Und dann, wenn da noch so ein schönes Wesen dazu kommt, dann ist die Jugend ewig. Ja, weil ich meine, der Wunsch ist ja uralt. Heute heißt es Anti-Aging, aber zu Jesus kamen sie auch schon und wollten das eine, jünger werden. Das war der schlechteste Witz in dieser Serie. Und damit zurück ins Studio. Ich fand ihn wie immer gut. Ich habe fast Gänsehaut. So viel habe ich über die Haut gelernt. Also, viel raufschmieren braucht die nicht. Viel warmes Duschen auch nicht. Was sie braucht, ist alles, was an gesunden Substanzen von innen heraus die Haut erreicht. Und großes Fazit nach dem Gespräch mit Jael Adler: weniger ist mehr. Ja. Deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr.